Hallo, wir sind mal wieder unterwegs, heute in Thüringen. Ja, uns hat es mal nach Thüringen verschlagen, aus den brandenburgischen Wäldern, um mal zu gucken, was hier so geht. Und ja, wir wurden hier direkt mal mit ein bisschen Schnee begrüßt. Also, das nenne ich doch motivierend und sehr gut auf jeden Fall, um mal loszuziehen und zu gucken, was gerade so wächst und kreucht und fleucht. Ja, wenn ihr unsere Videos schon verfolgt habt, dann habt ihr ja wahrscheinlich schon mitgekriegt, wir sind echte Fans von der Hagebutte, weil die wächst einfach überall, ja. Und ist jetzt im Winter einfach super, weil die so gesund ist und voller Vitamine steckt, ja. Eine der Vitamin C-haltigsten Früchte, die man hier so finden kann, in unseren Längen und Breiten. Ja, also das ist natürlich auf jeden Fall immer was Gutes zum Sammeln, zum Mitnehmen, aber natürlich auch als kleine ja, Stärkung für unterwegs, ne? Gerade wenn es so wie jetzt der Schnee liegt und ein bisschen kalt ist, da hat man hier natürlich gleich seine Vitamine parat. Ein bisschen einfach die Kerne auspulen und dann kann man das unterwegs nebenbei so essen. Ja, so ein bisschen wie wenn Super Mario im Spiel die Fliegenpilze isst, wenn man unterwegs ist und Hagebutten isst, ne? Man ist einfach besser unterwegs, ja. Man läuft direkt energetischer und so. Also es ist schon ein gutes Dopingmittel so für so kleine Wanderungen, gerade zur kalten Jahreszeit. Ja, und jetzt geht's mir hier wie Zarathustra. Die verstehen mich nicht. Ich bin nicht der Mund für diese Ohren. Tja. Hier jetzt ein sehr schöner Fund, der gemeine Wacholder, ja, der hat diese schönen blauen Früchte, bildet er aus, die schmecken ganz herrlich, sind ja auch bekannt eigentlich als Gewürz, ja, kann man auch so in dem blauen Zustand direkt so essen oder zu Hause trocknen, also sehr aromatisch das Ganze. Ja, hat auch Heilwirkung, also der Wacholder wirkt vor allen Dingen harntreibend. Wird aber auch bei Verdauungsbeschwerden eingesetzt, hat aber auch ein paar Nachteile, denn diese Beeren, wenn man die in zu großem Maße konsumiert, können die Niere schädigen, ja, also die wirken nierenreizend. Dementsprechend ist die Verwendung als Gewürz schon relativ sinnvoll, ja, dass man das jetzt nicht so, weiß ich jetzt nicht, so massenweise so knabbert nebenher, beim Fernsehen oder sowas, ne? Das ist halt ein Gewürz mit einer ja, ganz guten Wirkung, aber nur in einem gewissen Ausmaße. Und dementsprechend wird auch sehr davon abgeraten, das einzusetzen, wenn man ja, nierenkrank ist, wenn man da irgendwelche Probleme hat, eben wegen dieser reizenden Wirkung. Und auch in der Schwangerschaft wird davon abgeraten, Wacholderbeeren zu konsumieren. Aber prinzipiell ja, gibt es da viele Anwendungsbereiche, eben außerhalb auch als Gewürz. Also auch für Badezusätze wird es zum Teil verwendet, aber ist natürlich auch ein bisschen hautreizend, das kommt auch dazu. Also auch da ist es so eine Dosierungssache. Ja, auch Tee kann man daraus machen oder Ölauszüge herstellen, Tinkturen, ja, ätherisches Öl. Aber auch der Rest der Pflanze, die Rinde, kann man sehr gut räuchern, ja, die Nadeln. Also es duftet sehr, sehr gut, denn ja,
einer der Hauptwirkstoffe auch in den Beeren und überhaupt in der Pflanze, die steckt halt voller ätherischer Öle. Ja, also was richtig schön Duftendes, auch wenn man die Nadeln zerreibt, es duftet richtig gut. Und das ist auch ein wichtiges Merkmal, denn es gibt auch noch den Sadebaum, ja, oder auch Stinkwacholder genannt, der relativ ähnlich aussehen kann, auch Beeren hat, die relativ ähnlich aussehen. Und den sollte man auf jeden Fall auch kennen, wenn man Wacholder sammeln will, weil der Sadebaum ist nämlich sehr, sehr giftig. Ja. Aber unter anderem stinkt er, ja, wenn man den zerreibt. Also da ist es ein Merkmal von dem. Deswegen auch der Name Stinkwacholder. Naja, aber wie dem auch sei, wir haben hier einen richtigen gemeinen Wacholder und werden da ein paar Beeren von sammeln. Kann man natürlich wunderbar benutzen als Gewürz. Das ist auch so unser Einsatzgebiet dafür. Eine weitere schöne Frucht jetzt hier mitten im Winter, die Berberitze. Ja, also sehr gesund, enthält sehr viel Vitamin C und natürlich auch schöne rote Farbstoffe, ja, sekundäre Pflanzenstoffe. Also ist was richtig Gutes auch fürs Immunsystem. Im Winter sollte man auf jeden Fall nur die Beeren von essen. Ich meine, klar, jetzt hat man hier auch nicht viel anderes mehr dran, weil der Rest der Pflanze enthält nämlich Berberin. Das ist relativ giftig, ja, ein Alkaloid, kann durchaus auch tödlich sein, wenn man es damit übertreibt. Also zum Beispiel sollte man jetzt nicht die Blätter von der Berberitze essen, ja. Aber jetzt diese Früchte kann man wunderbar verspeisen, enthalten sehr viel Vitamin C, sind leicht säuerlich, ja, sind sehr beliebt, zum Beispiel im Iran, ja, da in der Küche werden die sehr viel eingesetzt, auch getrocknet, zum Beispiel mit Reis zusammen und allem Möglichen, also lässt sich sehr gut einsetzen. Auch mit Tee kann man die gut mischen. Ja, auch sowohl frisch als auch getrocknet. Ja, geben einen schönen fruchtigen, saure Komponente mit dazu. Also ist auf jeden Fall was sehr Gesundes, was sehr Gutes, was man sich tun kann, auch jetzt im Winter. Allerdings sollte man die natürlich gut bestimmen und auf jeden Fall das Pfaffenhütchen und auch den Schneeball, den gemeinen Schneeball mit, ja, in Betracht ziehen bei der Ernte, weil auch die kleine rote Früchtchen so haben können. Ja, also sehen schon anders aus, aber man muss auf jeden Fall gut aufpassen, was man da erntet. Und ja, man kann natürlich gucken, ja, ob auf dem Boden unter der Pflanze noch ein bisschen Laub liegt von der Pflanze, ja, dass man da zur Bestimmung mit zu Rate ziehen kann und sich auch so ein bisschen hier die Ästchen angucken, ja, was wir da so dran haben. Denn die ist teilweise auch so ein bisschen dornig, an manchen Stellen, aber auch nicht überall. Also ja, da muss man eben sehr gut aufpassen, aber hat dann eine tolle, ja, Frucht auch wieder, die man jetzt gut auch noch im Winter sammeln kann. Ja, trotz Schnee kann man immer noch schöne Sachen finden. Ja, hier tolle Farben, hebt sich natürlich auch gut ab bei dem Schnee. Ja, also Beeren gibt es auf jeden Fall noch, so Früchte hier. Wunderbar, Vitamine, ätherische Öle, alles mit dabei. Ja, in Sachen Pilze, ja, es gibt natürlich noch Judasohren, nur die waren heute halt zu hoch, ne, und viele andere haben wir nicht gefunden heute. Aber das heißt natürlich nicht, dass es die noch gibt. Ne. Die Pilze, die sind auch immer noch unterwegs. Ist natürlich gerade, wenn es so geschneit hat, wie jetzt hier gerade, ein bisschen schwierig, wenn die abgedeckt sind mit Schnee teilweise. Ne. Kann man manchmal nur spekulieren auf einem Baumstumpf, wenn da so ein kleiner Hügel aus Schnee ist, dass da ein Pilz oder ein paar Pilze drunter sind. Manchmal ist es so, oft leider nicht. Naja, wie dem auch sei, also hier wunderbare Früchte gibt es immer noch zu sammeln. Ja. Da kann man auf jeden Fall nicht krank werden und ist gut geschützt bei der Kälte, auch draußen unterwegs zu sein. Also einwandfrei. Ja, und dann bis nächstes Mal, ne?